die Christen in der Diaspora leben sehr in der Vereinzelung. Und da ist es besonders wichtig, dass man sich einander stützt, einander trägt, dass auch das Bonifatiuswerk Hilfestellungen gibt, damit die wenigen Christen in der Diaspora zueinander finden und miteinander auch ihren Glauben leben können. Ich denke, dass es ein sehr beeindruckender Gottesdienst werden wird, der in Konzelebration mit unserem Weihbischof und vielen anderen stattfinden wird. Ich denke, dass der Dom sehr gut besucht sein wird, sodass wir eine sehr, sehr festliche Veranstaltung dort haben werden. Und ich denke auch, dass wir in guter Weise nochmal hören werden von den Aktivitäten des Bonifatiuswerkes. Insofern glaube ich, es lohnt sich sehr, dabei zu sein oder zuzusehen. Ich würde mich freuen, wenn viele Zuseher und Zuhörer domradio.de am Sonntag einschalten, um aktiv bzw. auch an den Empfängergeräten an unserem Gottesdienst hier in Osnabrück teilnehmen und dass wir in dieser Weise sowohl Osnabrück, aber auch insbesondere das Bonifatiuswerk noch einmal breiter bekannt machen. Ich freue mich auf die Veranstaltung, auf den Gottesdienst am Sonntag.